Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Snapshot Survival. Und heute in dem Video werden wir es hinkriegen, hoffentlich die Full Netherite Rüstung fertig kriegen. Oh mein Gott. Und es gibt auch einen gravierenden Bug zwischendrin, wo wir eventuell ein bisschen was nachhelfen müssen. Aber das seht ihr jetzt in diesem Video. Es hat wirklich einen richtig driftigen Grund. Ich kriege es nochmal erklärt und dann schauen wir mal. Leute, let's go mit dem Video. Wir tauchen direkt rein. Am Ende haben wir Full Netherite. Go. So Leute, da das nicht genug war mit dem Netherite, wir brauchen ja noch mehr, habe ich jetzt nochmal eine zweite Sprengung vorbereitet. Ich bin nach hinten gegangen, da vorne irgendeine Lavaquelle, die hat es mir leider versaut. Und ich habe jetzt nochmal so viel, nicht sogar mehr Betten hingehauen. Meine Schätzung liegt wieder bei 4 Netherite, die ich ausbuddeln werde. Vielleicht sogar weniger, weil ich habe bereits schon 3 Stück gesammelt auf dem Durchgraben. Hier waren einfach 3 Stück im Weg. Naja, wir probieren es einfach mal und mal gucken, wie viel bei rumkommt. Oh lol, das Erz hat ziemlich viel von dem Schock absorbiert, von dem Bett. Deswegen ist da nicht so viel in die Luft geflogen. Na, okay. So, machen wir uns ein bisschen durch und wir schätzen mal. Also 3 habe ich schon rausgeholt, die lagen mitten im Weg. Deswegen kann es sein, dass es jetzt weniger ist als letztes Mal. Oder es ist gleich viel, weil ich habe ja noch dafür ein bisschen weiter nach hinten auch gemacht. Okay, no. Nope. Warte mal ganz kurz, ich habe die Orientierung verloren. Wo ist vorne und wo ist hinten? Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Wenn die Flammen brennen und man die Hand vor Augen nicht mehr sieht, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Zeit für Hamsterkäufe. Nee, pass auf. Das ist weg. Ja, da läuft die Lava runter. Da bin ich am gucken. Die wird auch gleich auf der anderen Seite wahrscheinlich rauslaufen. Deswegen machen wir die mal zu. Genauso wie da hinten. Komm ich ran, komm ich ran, komm ich ran. Hallo? Okay, hier ist ein etwas größerer Spot für Lava. Ich hab den wahrscheinlich auch nicht ganz zugekriegt, aber dauert jetzt zu lange. Deswegen gehen wir einfach direkt mal weiter. Essen. Aha, ein Netherite. Allerdings, ja, läuft da die Soße oben drüber noch. Wie sicher bin ich mir, dass ich jetzt nicht nach unten falle? Relativ sicher. Und da ist das zweite Netherite. Gibt ja nur eine gewisse Anzahl im Chunk, das ist ja der Witz. Dann klappt das hier. Ja, wir werden es gleich durchbuddeln, das Zeug hier einsammeln. Dann kann sich wieder Stunden handeln. Komme ich da vorne dran? Nee, da läuft es da runter. Okay, dann müssen wir da mal gucken, ob ich da irgendwie einhacken kann. So, jedenfalls hier ist noch was. Das ist auch schon mal cool. Nächste Sprengung. Sprengen macht immer Spaß. Ist auch viel besser als buddeln. Nope. Nope. Ah, okay, jetzt habe ich sie direkt vor der Nase. Okay, das war erfolgreich. Weiter durchgehen. Ich habe noch ein paar weitere Sprengungen vor mir. Ist noch nicht fertig. 2 haben wir bereits. Nope. Da kommt Lava durch. Oh, ich stehe mal wieder echt am Limit. So, nächste Sprengung. Ich habe noch insgesamt 8 Sprengungen vor mir. Nix. Ich liege gut in meiner Schätzung. 4 oder weniger. Ich liege gut in der Schätzung schon wieder. Also logischerweise, weil ich sie auch direkt auf dem Weg einmal hatte, ne? Da habe ich ja schon 3 Stück rausgenommen. Ah, 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 ah. 3. Nix mehr. Vielleicht habe ich ja noch... Aber pass auf, ich habe auch mehr Betten hier stehen, ne? Ich habe mehr Betten hier gerade als bei der letzten Sprengung. Deswegen. Ja, sieht gut aus. Und 2 noch. Ja. Und wenn jetzt hier nichts drin ist, dann lag ich richtig. Ja, 4 oder weniger oder eher weniger. 3 Stück waren es diesmal. Alles klar. Erfolgreich. Dann sammle ich die ein und dann ja, werde ich mal zugucken, dass wir noch ein bisschen mehr sammeln und gucken, was wir gleich upgraden. Und dann haben wir auch später auch nicht geschafft. Nice. Dann, ja, das soll jetzt die ganzen einzusammeln hier. So, Leute, ich bin wieder zurück im Nether bei meiner Umwandlungs-Enchanted alle XYZ-Stationen. Ich habe mal ein bisschen Netherite jetzt wieder am Start. 3 weitere Ingots und das heißt, wir können 5 weitere Sachen upgraden. Ich würde sagen, Schwert ist incoming. Es wird Zeit, das Schwert abzugraden.
Und es wird auch Zeit, Chestplate-Dings und Dings abzugraden. Und die Boots, ja, da fehlt noch ein kleines bisschen was. Aber für den Anfang, Leute, dürfen wir feiern. Es ist soweit. Wir machen das jetzt endlich. Schwert plus Dings und jo, die Haltbarkeit bleibt bestehen. Wir machen das Schwert von 10 Attack Damage auf 11 Attack Damage. Es ist soweit. Wir haben's. Wir haben's. Netherite Schwert. Und ich mach's jetzt. Ich habe auch noch mal das Manning Buch mitgenommen. Wie viel wird's eigentlich kosten? Ja, ohne Witz, Netherite Schwert am Start. Fühlt sich strong an. Kurz im Amboss mal testen. Wie viel wird es jetzt kosten, das Lauf zu machen? 17, ach, geht ja noch. Aber das machen wir jetzt noch nicht, weil mit dem Schwert will ich noch farmen und XP sammeln und wenn Mending drauf ist, also so viel Haltbarkeit verbrauchst du ja nicht, ne, dann ja, ist das vielleicht sinnvoller, wenn wir das woanders machen. Dann würde ich sagen, die hebe ich mir gerade noch auf für das Finale und zwar, wenn ich die perfekten Boots habe. Das heißt, mit dem Netherite-Schwert werde ich noch ein bisschen farmen. Eventuell geht das ja schneller vielleicht oder kann ich die One-Hitten damit? Wäre doch mal gut rauszufinden. Das heißt, wir sind jetzt noch ein kleines bisschen am XP-Farm. Ich brauche Dia-Schuhe mit... Jo, und hier auf einmal brüllen. Ich muss mir der... Huiuiuiui. Ich brauche Dia-Schuhe mit Depth Strider 3 plus Feather Falling 4. Das wird wieder aufwendig sein, aber ich hoffe, ich kriege Sinn. Und ja, dann gucken wir mal. Achtung, kann ich die One-Hitten? Nee, One-Hit ist nicht drin. Also drei Hits, ja, aber One-Hit ist nicht drin bei denen. Was aber, glaube ich, für One-Hit geht, ist, wenn man Smite nutzt. Smite würde gehen. Oder allerdings, vielleicht geht es bei normalen Mobs, aber ich brauche noch den Fire-Aspect drauf. Und weil die Zombie-Pikmin durch Fire-Aspect nicht brennen, deswegen ist es kein One-Hit. Fire-Aspect macht ja auch nochmal ein halbes Herz oder was auch immer Schaden. Genau. Jo, das lief hier ganz gut. Jetzt spawn neu. Und wie gesagt, wir machen... Oh, nee, warte, ich kann schon. Gibt's was Cooles? Oh, das habe ich aufgeklappt. Hier ein bisschen nervig vom Design, aber bleib ich öfters mal dran hängen. Fire Protection. Ich sag mal so, es kann ja noch immer mehr drauf kommen. Außer vielleicht gibt es ja noch ein zweites Enchantment. Fire Protection und sonst irgendwas, okay, das ist mir Wurst. Dann mache ich das auf den Protection-Schuhe drauf und dann habe ich halt den Zusatzeffekt. Also kann ja Depth Strider als Zusatz drauf sein, deswegen enchanten wir mal. Ja, leider war es nur Fire Protection. Ab den Grindstone, wieder durch, recycelt und das war's mit den Leveln. Und jetzt habe ich wieder Zeit verbraucht, jetzt kann ich weiterfahren und Leute, wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe mal, dass der nächste Step, es sei denn, es dauert jetzt zu lang und ich mache noch ein paar andere Sachen zwischendrin, sein wird, dass wir Full Netherite fertig haben. Wäre natürlich cool, aber hat das einer von euch schon mal gemacht, ein Survival Full Netherite? Wie lange habt ihr gebraucht? Das dauert echt lang. Das ist wirklich eine Challenge in Minecraft, Full Netherite zu werden. Ich musste sogar wirklich eine Farm bauen, nämlich die ganzen sagen wir mal so, ich könnte es ja jetzt schon machen, aber ich möchte eine perfekte Rüstung haben. Eine gute zu machen. Ich könnte es einfach in eine random Dia-Schuhe enchanten und upgraden, aber das ist ja ein bisschen witzlos. Dann sind die ja nicht perfekt. Also für so teure Sachen, das Netherite dort ewig zu farmen, lohnt sich halt krasse Sachen zu machen. Naja. Ja, ich kann schon wieder enchanten. Also es geht ja relativ fix auch noch. Dennoch. Fire Protection 4. Gibt's noch nicht. Unbreaking! Habe ich schon. Endgrinden. Okay, also, bis gleich. So, Leute, nach langem Farmen, wir haben es endlich hingekriegt. Es gibt nur ein Problem und ich glaube, ich bin auf einen Bug gestoßen. Ich kann es mir nicht erklären. Jedenfalls, ich sehe, ich habe gerade 6 Level. Ich habe endlich Feather Falling gekriegt. Ich habe Schuhe zusammengebastelt. Und Leute, hier ist wieder, geht's übelst ab. Ich habe alles dann kombiniert. Protection 4, Unbreaking 3, Depth Strider 3, Feather Falling 4. Und jetzt fehlen mir nur noch einige Sachen. Ich muss das Soul Speed Buch drauf machen und das Manning Buch. Schuhe rein. Soul Speed Buch geht nicht. Error. Hier steht allerdings nicht too expensive. Das heißt, daran liegt es nicht. Also schließt sich Soul Speed mit Depth Strider aus. Also gibt ja eine Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Und Depth Strider und Soul Speed, ne, das ist halt. Nee, tut's nicht. Ich habe eben im Singleplayer getestet. Ich bin in Survival-Mode gegangen, habe mir Schuhe genommen und habe alle Enchantments draufgezogen mit einem Buch. Die gehen alle drauf. Und es kostet nicht so viel. Aber ich kann dir gerade kein Soulspeed machen. Wenn ich ein Mending-Buch nehme, also ist nicht, dass es zu teuer ist. Wenn ich jetzt ein Mending-Buch nehme, sagt er mir, easy, kein Ding, kostet 5 Level. Gut, Mending ist immer ein bisschen billiger, aber dennoch, das heißt ja nicht, dass das too expensive ist. Dann würde ja too expensive stehen. Tut's nicht.
Bug. Wenn ich zu wenig Level hätte, würde hier halt die Levelanzahl stehen, aber dann steht dann, kann ich nicht machen. Also würde die Levelanzahl in Rot stehen, dass mir das fehlt. Ich vermute, es ist ein Bug. Ich war eben gerade im Singleplayer in anderer Welt drin. Hab mir die Sachen Creative Mode geholt. Bin hingegangen und alles drauf gemacht, ohne Probleme. Funktioniert. Ich bin Level, hier einfach ein paar hundert Level gegeben, reingehauen und klappt alles. Unbreaking, Depthstrider, Soul Speed, Protection, Mending und Feather Falling. Alles drauf. Geht. Geht. Tja. Eine Idee hätte ich noch. Und zwar, ich mache Mending und Soul Speed entscheide ich zusammen auf ein Buch und gucke, ob das drauf geht. Oder, was die Zuschauer auch meinten, dass der Amboss zu kaputt ist, um die zusammen zu craften. Auch wenn ich. Hat das damit zu tun, wie hochlevelig man Sachen zusammen macht, dass der Amboss kaputt ist? Haben viele Leute gesagt, ja, das scheint was zu sein, ist mir eigentlich noch unbekannt. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt wieder zurück in die Snapshot-Welt, wo wir waren. Ich gehe mal in die Overworld, hole mir einen neuen Amboss, pack den hier hin und wehe, dann geht's nicht. Weil das ist verbuggt, das geht safe. Ich habe es eben gerade in der Singleplayer-Welt gemacht. Eben gerade. Eben gerade. Ich bin hingegangen, alles einzeln drauf gemacht mit Büchern, hat funktioniert. Ja, ich habe vorher Sachen kombiniert. Ja, stimmt, ich habe drei Schuhe kombiniert. Aber wenn ich drei Schuhe kombiniere, also beim Schwert habe ich ja vier Schwerter kombiniert oder so, da ging auch alles drauf. Und es war nicht zu teuer. Und wenn es zu teuer wäre, würde ja stehen, too expensive, tut's nicht. Es ist ein Bug, glaube ich, gerade. Wenn das wirklich gerade buggy ist, fühle ich mich dazu genötigt, den Creative Mode zu nutzen. Aber wir werden mal gucken, ob wir irgendwie außen rumkommen, weil das kann nicht sein, das muss gehen. Wenn es dann singt, also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas stimmt hier wirklich, wirklich, wirklich nicht. Wir gehen zurück, holen uns einen neuen Amboss. Ich hoffe mal, ich habe genug Eisen und dann kommen wir wieder und dann probieren wir es aus. Also, bis gleich. So, Leute, da wäre ich nochmal. Ich bin noch nicht wieder zurückgekommen, aber mir ist noch was anderes eingefallen. Beziehungsweise auch der Chat hat mal was geschrieben. Und zwar, oder ich habe was, mir ist aufgefallen, dass das Buch ist, hat einen hellblauen Namen. Also, so wie so ein Legendary-Buch. Irgendwie so die Dia-Schuhe oder so. Es hat einfach so einen hellblauen Namen. Und die normalen Bücher haben einen gelben Namen. Auch in der, wenn du so ein Creative Force hast, einen gelben Namen. Das heißt, es hat irgendwie eine andere Farbe hier oben. Und liegt das wirklich. Ah, warte mal ganz kurz. Hold on. Ich muss mal kurz was testen. Der Gedanke war, was ist denn, wenn wir einfach mal Goldschuhe nehmen und das hier mal probieren? Also was anderes als die Dia-Sachen. Und da seht ihr schon, selbst auf unverzauberte goldene Schuhe, wir können kein. Soul Speed drauf machen. Also das Buch ist broken. Das liegt nicht daran, weil es so teuer ist, irgendwas nicht geht. Also es ist halt Snapshot. Weil Snapshot erlaubt mir nicht, Soul Speed drauf zu machen. Die Frage ist jetzt die, wollen wir es dennoch machen? Weil ich habe es ja legitim da, dann vernichte ich das Buch. Oder wir haben noch eine andere Idee. Es liegt wirklich am Buch. Es liegt wirklich am Snapshot und Buggy. Was ist denn, wenn ich die beiden Bücher kombiniere? Dann gibt es ein blaues Buch. Kann ich ein gelbes Buch, ein blaues. Ja, Lass mich raten, dieses blaue Buch kann ich auch nicht nutzen und auch nicht auf die Schuhe drauf machen, wetten? Es ist gerade wirklich Snapshot-Buggy. Die Frage ist, wollen wir in unserem Let's Play in solchen Fällen, die offensichtlich Bug sind, wollen wir in solchen Fällen es erlauben, dass wir es mit Game Mode richtig stellen können, weil das ist ja halt offensichtlich mies. Das ist offensichtlich mies. Also ich probiere das mal zusammen, Schaden. Im schlechtesten Fall ist mein Ding weg. So. Mending und Soul Speed 3 auf ein Buch drauf, kostet mich 2 Level. Zack. Und jetzt die Frage, können wir es jetzt auf die Schuhe machen? Es geht. Es geht, wir müssen nicht cheaten. Es geht. Ja. Ja. Finally, es fehlen jetzt noch 2 Level, deswegen ab. Okay, das funktioniert. Es ist einfach nur buggy. Leute, wir kriegen alles drauf und wir können das jetzt sofort upgraden. Zurück in den Nether, ich bin hyped. Wir haben es jetzt sehen. Wir haben unsere Full Netherite Equipment fertig. Oh mein Gott. Ja, aber das ist jetzt der Nervenkitzel bei dem Snapshot-Let's Play. Da kann schon mal sowas passieren, dass wir um Ecken denken müssen und dass man ein bisschen spicy ist.
Okay, wir mussten nichts umbenennen, es hat funktioniert. War ein bisschen gruselig zwischendrin, weil ich habe echt gedacht, och nee, sag mir bloß, dass das nicht funktioniert oder dass sich das ausschließt. Also Depth Strider würde vielleicht sogar Sinn machen. Weißt du, Silk Touch und Glück schließt sich aus und Depth Strider und was war das hier? Wie heißt das neue Dingsbum Speed? Weiß gar nicht mehr, Soul Speed, genau. Das schließt sich auch. Würde vielleicht sogar Sinn machen. Also ich würde Minecraft zutrauen, Mojang zutrauen, dass sie das machen. Aber ja, war zum Glück nicht der Fall. Wir gehen wieder raus, einmal durch die Decke durch. Und wir klettern mal hoch und oben machen wir dann mal das Finale zusammen. Also dann endlich Full Netherite. Let's go. So Leute, wir sind oben angekommen und es lag nicht hier am Boss, Gott sei Dank. Rein damit. Ich habe jetzt 19 Level wieder gesammelt und jetzt gibt's hier übelst die Boots. Amboss natürlich jetzt kaputt, war klar. Wir haben die übelsten Boots und ich habe auch hier den übelsten Anvil dabei. Zum Glück habe ich einen neuen mitgebracht. Und ja, die Rüstung ist fertig. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen hier? Nö. Irgendwas vergessen. Irgendwas, was jetzt nicht perfekt enchanted ist. Also man kann sich streiten, ob ich Fire Protection auf dem Helm lassen soll, ne? Aber ich wollte ein Rüstungsteil auf Fire Protection haben, deswegen okay. Warte mal ganz kurz. Warte. Nein. 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 Das ist nicht wahr. Es ist kein Soul Speed auf den Schuhen drauf. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist Bug. Leute, das ist Bug. Es ist einfach Bug. Wir werden uns Soul Speeder draufstellen. Ich habe es im Amboss gerade enchanted. Und das Allergeilste ist ja noch, wenn ich nur Mending auf meine Schuhe gemacht hätte, hätte das 5 Level gekostet. Mending und Soul Speed eben hatte 6 Level gekostet. Also ein Level mehr. Das heißt, es wurde erkannt und es ging nicht auf die Schuhe drauf. Es schließt sich nicht aus. Wir haben es im Singleplayer getestet. Es ist einfach nur ein Snapshot-Fehler und wir werden es uns deswegen. Also, es ist jetzt. Mein Buch ist weg. Hallo, ich habe damit bezahlt. Ein klarer Fall für den Creative Mode. Also. Leute, ich habe nichts gemacht. Ich habe noch ein zweites Mal hingeschaut. Auf einmal war Soulspeed drauf. Das ist sehr, sehr cool. Freut mich, dass es doch noch geklappt hat. Vielen Dank, Spiel, dass du das richtig machst. Und bei anderen Sachen müssen wir halt gucken, ne? Sowas wie Mending kann ich halt jetzt noch überall draufpacken. Das kann ich ja mit einem Buch dann draufpacken, auch wenn es schon Netherite ist. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das vorm Upgrade mache. Protection 4, Dornen 3, Unbreaking 3. Gibt's mehr, was ich für die Rüstung packen kann? Nö. Fire Protection 4, Unbreaking 3, Aquafinity, Respiration ist eigentlich auch schon perfekt. Wie gesagt, ich hätte halt gern ein Fire Protection, weil, keine Ahnung, kann immer was passieren. Protection 4, Unbreaking 3 auf der Hose, auf den Schuhen. Guckt euch mal einfach an, wie viel Zeug auf den Schuhen ist. Da sind 6 Enchantments drauf. 6 Enchantments. So, und jetzt ist es soweit. Wir werden das endlich finally upgraden. Oh mein Gott. Ja, das hat echt lange gedauert. Also dauert jetzt stundenlang. Ja, es wird auch schneller gehen, aber mit schlechteren Enchantments halt, ne? So. N nein. Da müssen wir hin. Müssen upgraden. Müssen hier unten rein. Also, wir fangen an mit den Schuhen, weil sie haben sich's verdient. Alter, so viele Enchantments drauf. Bam. Netherite Boots. Dann die Hose. Direkt Upgrade, dann den Helm. Für mich ist das gerade irgendwie so eine Feier. Ich zelebriere das irgendwie voll. Ich nehme an, das merkt ihr auch. Und Chestplate. So, dann können wir die Sachen hier ausziehen und Full Netherite geht ran. Und jetzt ist Sparky strong. Bestes Schwert im Spiel, beste Rüstung im Spiel. Und mit Mending müssen wir halt nachgucken. Fürs erste Mal nur auf den Schuhen. Macht auch Sinn, weil Soul Speed kostet Haltbarkeit, wenn man damit über Soulsend läuft. Ich glaube, für 2%, glaube ich. 2% Chance, dass pro Schritt auf Soulsend das Soul Speed oder dass die Rüstungsdeine Haltbarkeit abnimmt. Okay. Aber das reicht mir jetzt noch nicht. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen rumlaufen. Komm, wir laufen mal durch den Nether. Ich werde mir mal die goldenen Boots, werde ich mal hier behalten. Ich werde auch die Piglins mal verprügeln. Was kommt, wird gehäckselt. Wir können hier oben einfach mal auch. Ich glaube, ich bin Ultra. Ups, da gab es einen kleinen Ton. Ich bin gerade noch on Stream. Habt eigentlich die Alerts ausgeblendet. Deswegen. Komme ich jetzt. Ich komme gleich darauf zurück nach der.
Aufnahmeteil. Leute, wir dumpen mal kurz hier die Sachen raus. Und, oder das meiste davon zumindest. Alles, was ich hatte, auch die Bälle und so weiter und so fort. Das Lapis kommt runter und dann gehe ich mal ins Soul Sand Valley Biom und werde dort einfach mal rumflitzen, einfach nur, weil ich lustig bin. Einfach, weil ich gerade Lust drauf habe. Let's go. Ab ins Soul Sand Biom und dann gucken. Oder Soul Sand Valley. Dann geht's hoffentlich ab. So, Leute, wir sind angekommen im Soul Sand Biom und es ist so angenehm, hier durchzurennen, ne? Es ist so angenehm. One-Hit? Ich weiß nicht, ob die auch mit dem Schwert hier One-Hit sind, mehr oder weniger, aber... Hallo, Garsti. Ja, genau, schießt euch gegenseitig ab. Ich halte ziemlich viel aus hier drin, ne? Und man läuft so richtig schön entspannt hier drüber. Ja, die Gas sind ein bisschen laut. Können wir die mal ganz kurz hier... Ah, oh, sind viel zu viele. Down, der ist weg. Da ist ein Hawklin schon wieder. Ja, ich fühle mich aber wohl hier drin, ne? Ich kann hier easy kämpfen und alles. Der ist down. Der ist down. So, mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, wenn ich jetzt hier laufe auf dem Soul Sand. Yo, schieß dich halt weg. Und zwar, ich kann ja schon recht fix, klar, sprinten, passt, ist ganz gut, fühlt sich smooth an. Allerdings das Hüpfen, wenn ich jetzt hier Sprint jumpe und jetzt hier auf dem anderen Sprint jumpe, so ist Sprint jumpen, das übliche, das klassische, kennt ihr ja, ne? So, aber auf Soul Sand, wenn ich da Sprint jumpe, ist es noch alt und langsam. Nur wenn ich laufe und dabei stehen bleibe, oder stehend laufe, ohne zu hüpfen, stehend laufen, okay, nur dann ist es der Fall, dass ich hier... Ja, drop die Dinger weg, dass ich schnell bin. Also, auf Soul Sand sollte man damit nicht hüpfen. Ich finde die Partikel... Also, das ist mit einer der besten Partikeltexturen, die es gibt. Finde ich. Schaut es euch an. Es ist mit einer der besten Partikeltexturen, die es gibt. So kleine Seelen, die aufsteigen, so ein Schrei machen. So. Ja. Partikel sind echt cool. Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt endlich die beste Equipment am Start. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen zu erkunden. Ja, gucken, wie wir mal weitermachen. Ich würde ein paar Farmen bauen gerne. Gastfarm im Nether. Dann möchte ich auch noch gerne Hawkland Farm oben machen. Also Hawkland Farm ist natürlich auch so ein nächster Punkt. Und wenn ihr gerne Ideen habt, was wir noch machen können, dürft ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben und dann mal gucken, vielleicht finden wir das. Okay, und wir müssen die Nether Base noch weiterbauen. Aber ich fühle mich jetzt endlich mal hier wohl. Oh, ich glaube richtig schnell durch. Ich fühle mich echt wohl. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, damit sind wir fertig mit dieser Folge. Es ist zumindest geschafft worden. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Habe ich hier die Sachen genau... Nee, nicht am Amboss. Da. Perfekt, wunderbar. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, lasst krachen und tschüss.